Ja, so ähnlich. Unsere Zeit hier ist so begrenzt, ich fühle immer einen solchen Druck, etwas daraus zu machen. Hä, naja, ich denke, das hatte immer eine andere Wirkung auf mich. Wenn ich daran denke, wie begrenzt unsere Zeit hier ist, kann ich nicht anders, als es einfach genießen zu wollen, solange es dauert. Ich denke, es ist im Vergleich dazu irgendwie egoistisch. Es ist nichts Falsches daran, einfach die Welt erleben zu wollen. Klingt nach etwas, was meine Oma sagen würde. Das meine ich auf die netteste Art natürlich. Es ist nur, sie hat immer ein Leben gelebt, Tag für Tag, im wahrsten Sinne. Stellst du deine Oma sehr nahe? Klar, meine Eltern sind bei einem Unfall gestorben, als ich klein war, also hat sie mich großgezogen. Es tut mir leid, das zu hören. Nun, es ist lange her. Aber ich erinnere mich, als es geschah. Die Leute dachten, Oma wäre herzlos, weil sie sich dazu entschied, mit ihrem neuen Leben weiterzuleben und in ihre Routine ziemlich schnell zurückkehrte. Aber ich wusste, dass es nicht daran lag. Sie trauerte immer noch und erinnerte sich jeden Tag daran, wie sehr sie sie vermisst. Aber sie hatte einfach diese Lebenseinstellung. Sie war einfach nur dankbar, hier zu sein, um das Glückselige mit dem Tragischen zu nehmen. Jeden Tag wiedergeboren zu werden. Sie hat immer Witze darüber gemacht, selbst wenn die Welt morgen untergehen würde, würde sie immer noch damit klarkommen. Auch wenn morgen die Welt untergehen sollte. Ich beneide sie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Lage wäre, so von Tag zu leben. Ich auch nicht, aber ich denke, es hat auf mich ein bisschen abgefärbt im Laufe der Jahre. Sie starb nicht lange, bevor wir uns zum ersten Mal trafen, eigentlich. Später im Leben an Alzheimer erkrankt und die Komplikationen erledigten den Rest. Bei unserer ersten Begegnung. Bist du deshalb auf diese Reise gegangen? Weißt du, als du mir von deiner Arbeit erzählt hast, als ich zurückkam? Ich habe den Weg, den ich gewählt hatte, wirklich in Frage gestellt. Ich dachte, da ist jemand, dessen Arbeit könnte einen Unterschied machen. Und hier bin ich, der tänzelnd durchs Leben geht. Es ist nicht gerade eine altruistische Entscheidung, auch für meinen Teil, um ehrlich zu sein. Es ist eher ein Impuls. In gewisser Weise wünschte ich, ich könnte zufrieden sein, wenn ich unbeschwert bin und Spaß habe, aber ich kann nicht. Manchmal frage ich mich, ob ich am Ende verbittert wäre. Gut, klingt, als könnten wir uns vielleicht gegenseitig in Schach halten. Vielleicht könnten wir. Hey, was denkst du, wenn? Wenn ich meine, ich weiß, dass wir schon ab und zu rumhängen, aber was ist, wenn wir das tun, aber mehr? Zum Beispiel, ich kenne diesen Ort außerhalb des Campus, der den besten Avocadosalat macht. Oh je, Avocadosalat. Bittest du mich um eine Verabredung? Nun, wenn du es so nennen willst? Ja, würde ich so sagen. Das finde ich keine gute Idee. Es ist, weil ich ein Typ der Geisteswissenschaften bin, nicht wahr? Ich weiß, ich mache nur Witze. Aber es ist in Ordnung, ich verstehe dich. Nichts für ungut, lass uns einfach. Ich bin krank, Quincy. Seitdem ich ein Kind war. Jeden Morgen wache ich auf, ich bin mir nie sicher, ob es den Weg der Verschlechterung einschlägt. Ich bin eine tickende Zeitbombe. Geht Quincy da jetzt ganz einfach? Quincy? Okay, mehr Daten.
Ich schätze, ich kann ein ziemlicher Arsch sein. Warte, aber wenn ich mich an nichts davon erinnern kann, bin ich es dann wirklich noch? Entschuldigen Sie, ist dieser Platz hier frei? Er ist besetzt, sorry. Da hofft sie, dass Quincy noch wiederkommt. Also der echte Quincy. Keine Ahnung, was wir sind. Also dieser Quincy hier ist. So, die nächste Barriere. Das ist alles, was ich habe. Aber diese Barriere steht noch. Warte, warum fühlt es sich an wie... Warum hat das keinerlei Auswirkung auf die anderen? Wir haben jetzt gerade einfach die Barriere gesprengt. Vinci, du hast es geschafft. Diese Jacke. Ja, ich habe deine Nachricht bekommen. Oh, das ist ein schönes Kleid. Danke, allerdings ist es etwas kühl. Ich dachte, wir gehen irgendwo drinnen hin. Oh, Moment. Als ich sagte, du sollst dich schick anziehen, meinte ich eigentlich warm. Wegen dieser eklig kalten Wetterfront heute Abend. Und weißt du, Schnee im Herbst? Oh, ich verstehe. Du wolltest, dass ich dich darauf anrede, Was? Nein, das wollte ich damit nicht. Test bestanden, Punkt für Quincy. Na los, folge mir. Hey, wirklich, das war ein richtiges Missverständnis. Ja, das ist Quincy, wie wir ihn hier spielen. Warte eben, ich will nur sicher gehen, dass dort oben alles in Ordnung ist. Okay, die Luft ist rein. Aber vielleicht könntest du dir die Augen zuhalten wegen der Überraschung. Ich glaube nicht, dass dies eine so tolle Entscheidung wäre, während ich die Treppen hinaufsteige. Guter Einwand. Okay, dann geh aber bitte sehr langsam nach oben. Das ist wirklich sehr langsam. Tada, ist das richtig, der Eiffelturm. Und du lachst. Nein, nein, ich liebe es. Es ist eigentlich ziemlich aufmerksam. Hast du ihn extra für mich gemacht? Ja, klar. Aus dem Stuhl, zwei Besen und was auch immer das noch ist. Ich meine, du wolltest doch die Welt sehen, stimmt's? Oh, Stonehenge. Das Theater von Sydney. Was auch immer das sein soll. Okay, wie fünf Fragmente dieses Mal. Keine Beleidigung gegenüber der Realität, aber es ist ehrlich gesagt ziemlich clever. Ist es nicht wahr? Warte, was meinst du damit? Keine Beleidigung gegenüber der Realität? Nächster Halt, Stonehenge.
Oh, hübsch. Weiß allerdings die Cafeteria, dass Netz fehlen. Ich bringe sie morgen früh zurück. Okay, Stonehenge. Das Opernhaus von Sydney. Ach so, Opernhaus war es, nicht Theater. Ich freue mich darauf, eines Tages eine Oper sehen zu können. Warum warten, wenn man es genau jetzt machen kann? Auf den zweiten Gedanken sinkt er ziemlich schräg. Was ist das jetzt hier? Ich meine, ich bin kein Michelangelo, aber... Klebeband? Wirklich? Hey, ich habe hier ein begrenztes Budget. Soll das die Venus von Milo oder so sein? Nein, die hat noch Arme. Aber wie heißt der Pappenheimer mit dem Blatt da unten zwischen den beiden? Der Big Ben oder was? Also das hier, der Big Ben. Es ist nicht der Big Ben, sondern ein Ben. Hä? Es ist Pizzazeit. Immer. Okay. Das soll jetzt die chinesische Mauer sein? Siehe, die dezente Mauer. Wow, bitte sag mir, dass du das ganze Essen nicht allein gegessen hast. Ich wünschte, ich könnte, das tue ich wirklich. Okay. Der schiefe Turm von Kaffeebechern? Der schiefe Turm von Pisa des Kaffees. Verpasste Gelegenheit mit dem Pizza-Ben-Turm früher vielleicht. Mhm. Oh, das Taj Mahal. Du wirst nicht die Anzahl der Kugeln glauben, die ich für dieses Taj Mahal finden musste. Ich zähle 7. Ja, das ist richtig. Und das sollen die... Das sollen Pyramiden... Oh, die Ägypten-Pose. Hm, fehlt da nicht eine der Pyramiden? Ja, jemand benutzt es als Plane. Okay, jemand benutzt diese als Pyramiden. Der mit der größeren Vision, sage ich. Okay. Quincy hat sie verlassen, um hier irgendwas vorzubereiten. Sind wir da doch kein so großer Arsch? Das war eigentlich wirklich nett. Danke, dass du das alles für mich zusammengestellt hast. Hat ja bestimmt ganz schön lang gedauert, oder? Nun, ich prahle nicht gern, aber... Du wirst nicht glauben, wie viel ich essen musste, um alle Requisiten zu bekommen. Henry, schau. Ich weiß, dass du nicht die Zeit hast, um dich von deinen Zielen ablenken zu lassen, aber... Ich bin nicht hier, um das zu tun. Ich weiß, dass du deinen Weg alleine gehen kannst und es muss manchmal schwer sein. Aber vielleicht, es muss nicht so sein. Wenn du die Welt sehen willst, werde ich sie dir bringen. Wenn du einen Grund brauchst, um weiterzumachen, werde ich dich daran erinnern. Und wenn du der Himmel sein willst, dann vielleicht könnte ich deine Erde sein. Oh. Du bist stolz auf diese Zeile, hä? Es ist seltsam, da gebe ich dir recht. Diese Straße zu gehen, manchmal denke ich, wenn ich nicht suchen muss, um weiterzumachen, wie weit kann ich dann wirklich gehen? Und es ist nicht so, dass ich nicht will, glaub mir. Jemanden finden, sich niederlassen und vielleicht sogar eine Familie zu gründen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Aber all das, das ist nicht der Grund, warum ich sagte, dass es keine gute Idee wäre. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, dieses Kleid heute Abend anzuziehen. Jetzt wird sie rot. Hey, wenn ich es bin, worüber du dir Sorgen machst, das musst du nicht. Mir geht es gut. Ich entscheide für mich selbst. Alles, wofür du dich entscheiden musst, bist du selbst. Nach allem, meine Oma hat mich zu demjenigen erzwungen, der ich nun mal bin. Erinnerst du dich? Auch wenn die Welt morgen untergeht, hä? Auch wenn die Welt morgen untergeht. Aber bis dahin? Bis dahin.
Dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Da lesen sie wieder, da studiert sie wieder. Da gibt es entweder einen Eiskaffee oder einen Bubble Tea. Neue Untersuchung. Da treiben sie immer noch Sport. Da arbeitet sie wieder. Hey, Picknick. Oh. Sind das unsere beiden Professoren, die ständig sterben? Da sind sie wieder beim Kuscheln in der Bücherei. Da macht sie jetzt ihren Abschluss. Wir sind so stolz auf dich, Lin. Wir wussten immer, dass du es schaffen kannst. Aber ich habe nicht erwartet, dass du dir auch gleich so einen süßen schnappst. Mama, das ist kein guter Anfang für ein erstes Treffen. Das erste Treffen von vielen, hoffe ich. Oh, sorry, ich bin nur so glücklich. Es waren so viele Jahre. Ich kann einfach nicht glauben, wie weit du gekommen bist. Du hast doch gesagt, dass du immer wusstest, dass ich es schaffen kann. Nun, heute ist es Zeit, deine Errungenschaften zu feiern. Möchten Sie uns beim Essen Gesellschaft leisten, Quincy? Dann können wir über die Pläne eures weiteren Werdegangs reden. Okay, danke, Herr. Da sind Sie ja, Linry. Diese beiden? Sie sind von Dr. Haynes und Dr. Yu senden ihre Glückwünsche. Und wir natürlich im richtigen Leben. Gratulation. Bedeutet das, dass ich Ihr Gespräch bestanden habe? Das Gespräch, das war nur eine Formalität. Um zu bestätigen, dass Sie die Arbeit verfasst haben, größtenteils. Sag, würden Sie auf eine Feier kommen, Linry? Eine Feier? So eine Art Einführungsfeier. Im Namen der Johannes Foundation möchte ich Ihnen diese Einladung aussprechen. Auf was soll ich mich einstellen? Eine professionelle Networking-Veranstaltung dieser Art. Die Details stehen auf der Karte. Gelegenheiten wie diese kommen nicht oft. Wir hoffen, dass Sie es in Betracht ziehen. Werde ich. Übrigens ist es eine formelle Feier, also kleiden Sie sich entsprechend. Okay, noch mehr Daten. Jetzt kommen langsam die Professoren ins Spiel. Doch, die Straße. Wieder hier. Ja, und wieder müssen wir... Oh, da leuchtet was im Brunnen. Dieser Brunnen sieht noch immer alt und zerstört aus, aber... Der gesamte Ort sieht jetzt gepflegter aus. Sir Flufox, betreten verboten. Ein Trinkbecken. Aber immer noch kein Sir Flufox.
Gut, ich würde aber mal sagen, auch wenn es ein böser Cliffhanger ist, dass wir mal wieder speichern. Wir können eigentlich die alte Datei überspeichern. Hat es gespeichert? Ja. Denn es wird mal wieder Zeit für einen Cut. So, gespeichert haben wir. Dann bis gleich.